Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler, wir begrüßen euch ganz herzlich hier in der Philipp-Nikolai-Kirche. Ihr steht ja jetzt vor einem großen Tag, nämlich der Entlassung aus der Grundschule in die Ferien und dann in eine neue Schule. Und für diesen neuen Lebensabschnitt wollen wir euch alles, alles Gute und Gottes Segen wünschen. Und dafür haben wir euch diesen Regenbogenschirm hier mitgebracht mit den bunten Farben, der so bunt ist, wie ihr alle seid. Und für diesen Schritt wünschen wir euch Gottes Segen, alle guten Mächte, die euch beschützen und bei euch sind, wie eure Eltern, eure Lehrerinnen und Lehrer und alle Menschen, die euch begleiten. Und auch Gott mit seinem Regenbogen soll bei euch sein. Wir sind sehr stolz auf euch und wünschen euch alles, alles Gute. Wir haben euch in den Farben des Regenbogens ein Bändchen mitgebracht, was man um den Arm machen kann. Wir dachten, es ist eine gute Tradition, dass man den Schulabgängern auch etwas mitnimmt zum Mitnehmen für die Zeit, die kommt. Und damit ihr euch erinnert fühlt an die Schulgottesdienste der Grundschule. In diesem Sinne, alles Gute auf euren Wegen. Ja, wir wünschen euch für euren Lebensweg alles Gute. Auch Menschen in der Bibel haben sich immer wieder auf den Weg gemacht, in Neues hinein. Der Abraham, der Mose oder der Josua. Und Gott sagt Josua Folgendes zu: Mach dich auf den Weg, sei mutig und stark. So macht ihr euch jetzt auf den Weg, seid mutig und stark in einer neuen Schule. Und wir hoffen euch da vielleicht den einen oder anderen wiederzusehen. Ich vermisse euch. Nestor, nicht nur du vermisst die Kinder, wir beide vermissen sie. Stellt euch mal vor, der Nestor hat so oft nach euch gefragt in den letzten Wochen und ist gar nicht mehr so frech zu euch. Ich habe auch kein einziges Mal von ihm das Wort Kleingemüse gehört. Nein, ihr seid ja jetzt Großgemüse. Ja, Nestor, mit dem Gemüse lassen wir mal, aber immerhin, ihr geht jetzt auf eine neue Schule. Leider konnten wir uns anders von euch nicht verabschieden. Leider haben wir uns nicht mehr gesehen, aber immer an euch gedacht. Und Nestor, was wolltest du noch sagen? Ich wünsche euch alles Gute in der neuen Schule. Ja, Nestor, das tun wir beide. Seid behütet und macht es gut. Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein. Sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt. Er halte dich in seinen Händen, doch drücke seine Faust dich nicht so fest. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand.